Sie sind unglaublich hässlich. Was ist denn, wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. Ich bin ein Ehrenmann. Halt dein Maul, du Hurensohn, die ist hässlich, ja. So hat sich der Wärme. Doppelmoral. Verschluckt. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da, gewonnen hat, Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist... Ich wollte nur sagen, du bist echt ein toller Mensch, so. NMD gegen Wurstkopf. Ehrenmann! Haweko, ich schneide das ins Video. Du Ehrenmann, okay? Ich muss saufen. Jetzt geh zum Kiosk und kauf dir ein Sixpack. Ich hoffe, du hast Drastic auf Dastric gereimt. Ah, yeah. Du könntest sagen, dass... Was denn? Dass ich in der letzten Runde recht hatte. Genau. Ist schon schade, wenn man gar nichts kann oder Drastic. Was ist Steve? Der bitte für den Schwabbel, ey. Der benutzere Bubble als Brustimplantate und freut sich im Endeffekt über meine toten Verwandten. Muss ich das wirklich hinterfragen? Ich glaub nicht. So sehen ihre Männer deiner Meinung nach also aus. Du hörst das wie bei deinen Punches, da kommt keine Pointe. Du willst mich also schlagen, doch wenn ich mir deine Rotzbande mal so anschau, glaub ich, da rutscht einem gerne mal die Hand aus. Eddie. Wie auch immer du mit deiner Mutter, ob er etwas aufgabeln willst. Na wobei, frag mal Steve, denn er sieht ja so aus, als bekommt er den ganzen Menschen mit einer Gabel ganz gut hin. Stell dir einfach vor, es ist Drastic. Nimm ab, dicker Junge! Ey, kein Mensch, genieß den Augenblick. Wenn du fasst, wie der Sound ausbringst. Ist schon nicht peinlicher Mist. Wenn dann nicht mehr, wenn die Maskmische hilft. Aber ist ja nicht schlimm. Drastic, ich übernehm's gerne für dich. Wenn du jetzt gehst, ist kein Problem. Kein Problem, Mann. Alles gut. Es ist egal, was ich sage, denn du rufst deine Bubble und die schreibt unter die Runde dann wieder schlaue Kommentare, aber die sind nicht toxisch. Nein, nein, nein. Die wurden nur gerade aus dem Smallland entlassen, man kennt's. NMD steht für No Mace Detective, weil meine damaligen Mates nur in Fotzen rumhängen, aber für mich steht das nicht viel. Zeig mir nur deine Homies und ich sage dir, wann du fliegst. Du denkst, deine Punches sitzen tief und trägst sie dann vor, als wärst du in mich verliebt. Heftiger Front. Wofür steht dann Drastic? Dafür, dass ich deine Huren so fresse, hier drastisch verform. Ja, wahrscheinlich. NMD ist im Real Life in einer Trauerphase und beschwert sich dann, wenn ihm ne Monobraue aufgemalt wird. Was ist das für einer? Ja. Kein Mensch, genieß den Augenblick. Wenn du fragst, wie der Sound ausbringst. Ist schon echt peinlicher Mist. Wenn dann nicht mehr, wenn die Maskmische hilft. Aber ist ja nicht schlimm. Drastic, ich übernehm's gerne für dich. Wenn du jetzt gehst, ist kein Problem. Ist kein Problem. Meine Texte scheiße und machst dann aus NMD. Niemand mag dich, wie weit hast du denn da gedacht? Bist du deinem Schuhabsatz? Sehr wahrscheinlich. Außerdem steht NMD für niemand mag dich, wird das implizieren, dass ich dir das sage. Aber wenn ich anständig rap, ja, und Angriffe check, ist mein Charakter schlecht. Drastic, du sagst in deiner Runde doch selber, dass ich an sich gut rap. Also danke, ich wünsch, ich könnte das gleiche über dich sagen. Ihr habt nichts geblankt, ja, ihr habt keinen Plan. Ja, das hätte ich nicht besser sagen können, nur das mit dem Hater war leider super hart. Also front und full, ihr könnt, solange ich außerhalb von WEW mein Spaß habe, das juckt mich das gar nicht. Was quatschst du für'n Dreck, ey? Du redest dir den Mund fusselig beim Runterreden meiner Texte, aber heute wird der Bastard geslappt. Das ist das Motto deiner Eltern, wenn du wieder einmal anfängst zu rappen. Niemand mag dich. So eine dumme Scheiße, eure Bubble kann mich nicht leiden, aber Bro, in der ist super hart. Das heißt, dass ich damit wirklich fein bin. Also und zu betonen, dass ich Luft dann nicht als Ehrenmann sehe, dürft davon bereichen. Und jetzt, ich bin der einzige Gott, nur sag, dass ein Drastic und da du immer wieder wie ein Scheiß suchen zu performst. Ist deine Meinung in dem Fall hat absolut nicht gefragt. Der Fixe immer macht man den Mund zu, du statt also Schnauze jetzt. Spaß kann was, Mann, ich bin scheiße im Texten, ja. Nur bei dir klingst wie ein Hassbrief an deinen Chef. Und du trägst es vor, als ständ da als Empfänger Schätzchen. Warum sollte mich mein Boss so derbe hassen? Hat dir das Victor gesteckt, weil ich meinte, erhöhe das Preisgeld? Ja gut, was soll ich sagen, ne? Ich sehe es halt als Überstunden, auch nur eine deiner Scheißrunden anzumachen. Jetzt mal ehrlich, Drastic, das wäre alles kein Problem. Würdet ihr nicht in jeder Gelegenheit nur Scheiße erzählen, wäre ich auch immer bereit, über so eine Sache zu reden. Ihr wart die, die angefangen haben, es ins Öffentliche reinzuziehen. Und mit Freunden anzutanzen, die wie Kinder argumentieren, ist echt ein übertriebener Move. Alter, krass, ein wahrer Ehrenmann und seine Leute gerade dann, wenn jemand eine Downphase hat und schon fast nicht mehr kann. Und da war meine Schuld. Ich hätte gar nicht einreichen dürfen eigentlich. Obwohl ich gedacht habe, ich mach mal was Cooles. Hätte ich nicht machen sollen. Tut mir leid, Victor, also ja, mach die Runde weg. Natürlich absolut asozial von mir, so dieses Verhalten.